Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum letzten Börsenbuffet in dieser Woche. Der DAX hat einen Breakout geschafft über die 12.180, schafft sich damit Potenzial in Richtung 4.54, also Schließung der Kurslücke, die da gerissen wurde, und 5.31. Chinesen ziehen klare rote Linien, sagen, okay, wenn die Amerikaner nicht ernsthaft mit uns verhandeln wollen, uns einfach nur mobben wollen, uns unter Druck setzen wollen, ansonsten nicht an ernsthaften Ergebnissen interessiert sind, dann war es das mit den Gesprächen, goodbye. Und das ist jetzt der Strohhalm, der auch jetzt gereicht wird von der Notenbank in China, die sagt, okay, wir werden den Yuan nicht über 7 US-Dollar abwerten lassen. Und das ist ja die Marke, die ich gestern auch nannte für die Gefahr im Markt, die wir hier haben könnten, nämlich das, der Yuan hier über die 7er Marke drüber geht. Und das ist so dieses Mehrjahreshoch in dem US-Dollar-Yuan. Und darüber lauert auch die Gefahr, vor der sich der Markt dann doch fürchten muss, dass dann die Yuan-Abwertung unkontrolliert wird, dass zu einer Kapitalflucht aus China kommt, dass also ausländische Investoren das Geld rausziehen. Ähnlich wie wir das gesehen haben bei der türkischen Lira, die türkische Währung ist ja auch zusammengebrochen mit all den wirtschaftlichen Problemen, die das nach sich zog. Und hier dieser Bereich um 7 soll verteidigt werden. Da hat also die chinesische Notenbank, so lässt es heute Morgen verlautbaren, kein Interesse daran, hier, dass der Dollar zum Yuan hier in Richtung Short Squeeze nach oben geht. Das sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Alle Werte über 7 könnten hier, ja, das wäre quasi dieses ganze potenzielle Benzin, wird dann jemand anzünden. Wenn es hier über 7 ginge, wird es brenzlig. Die chinesische Notenbank ist offenbar daran interessiert, dass es nicht brenzlig wird. Charttechnisch, wie gesagt, 12.180 heute als Unterstützung, 4.54, 5.31 als Potenzial nach oben im DAX. Vorbörslich die Spanne nun ziemlich beeinflusst durch diesen Kurssprung. Der wurde ausgelöst durch Chinas Notenbank, die eben genau das gesagt hat, sie will diese 7 Yuan-Marke pro einem Dollar verteidigen. Und jetzt müssen wir uns orientieren an dem, was der US-Markt uns hier auch an Vorgaben macht. Im US-Markt gestern ein ABC-Top, ein ABC-Hoch, das ausgebildet wurde. Und der Markt steht hier unter dem Einfluss dieses ABCs. Wir haben gestern hier nochmal 20 Uhr den Punkt B getestet und sind jetzt auf dem Weg nach unten. 1,618 der Extension aus dem ABC bietet Orientierung. Was ist angesichts der Erwartung, dass eben Trump diese rote Linie, die jetzt von den Chinesen gezeichnet wurde, nicht überschreitet, was da auch sinnbildlich dafür ist, dass das eben nicht erwartet wird, ist der Bitcoin, der 15% eine Art Flash-Crash gegeben hat hier über Nacht. Ich hatte gestern schon darauf hingewiesen, wir haben hier einen ABC-Boden. Da oben das Ziel hätte noch erreicht werden können, aber es ist schon sehr steil nach oben gegangen, da ist es gefährlich. Wenn dann Gewinnmitnahmen reinkommen, kann das genauso schnell, wie es hochgeht, auch wieder runtergehen. Genau das haben wir jetzt als sofort Zielzone. Ein Einbruch, 6.881, die 2.618 der Extension bietet jetzt diesem Flashcrash einen Halt, zumindest zunächst. Sollte das gehalten werden, hätten wir dann nochmal die Möglichkeit, Richtung 8.535 anzusteigen im Bitcoin. Ansonsten wäre ein Tagesschluss unter 6.881 ein Signal, dass wir möglicherweise noch einmal die 5.859 nochmal testen. Das ist hier aus dem Tageschart eine mehrmals gesetzte Unterstützung, die wir möglicherweise jetzt wieder zurückerobern oder eben auch nicht. Kann auch sein, dass diese ganze Erholung hier nach oben einfach die Extension war aus dem ABC-Boden. Und dass wir jetzt dann wieder bärisch uns eintrüben, wenn wir eben unter die 6.000 gehen, sind wir wieder im Bärenmarkt zurück, technisch betrachtet. Sollte der Bitcoin über 6.000 bleiben, wäre die Möglichkeit, dass wir wieder die Hochs noch einmal testen. Also auch hier im Bitcoin
hatte ich ja auch gesagt im Interview auf Welt, hat das auf CMC Espresso hier gesagt, auf CMC TV. Der Grund, warum der Bitcoin so deutlich nach oben gegangen ist, ist, dass hier vor allem die Liquidität kam aus dem Tether. Das ist eine weitere Kryptowährung, die erst einmal hier nur gehalten wird von Leuten, die sich damit jetzt dann mal auskennen. Und wir haben eine enge Korrelation zwischen dem chinesischen Yuan und dem Bitcoin gesehen. Also lässt das für mich den Schluss zu, dass es einen engen Zusammenhang gibt, des Bitcoin-Preisanstiegs mit dem Handelskonflikt, da man da jetzt auf eine Deeskalation hofft, aufeinander zugehen beider Parteien. Ja, gibt es das Namen eben entsprechend auch im Bitcoin. Der Türli hat mir gestern eine E-Mail geschrieben, vielen Dank dafür, und hat nachgefragt, wie es mit dem Thema Hedging aussieht. Mir wäre wichtig, wenn man jetzt, ich habe ja gestern das Angebot gemacht, wir könnten mir Trades schicken mit einem Chart, und das wäre mir auch wichtig. Und das fehlte mir gestern auch in der Mail von Türli, es war sehr viel Text, ich habe auch vom Sinn her das verstanden. Habe aber jetzt im Chart nicht genau geschaut, wo an welcher Marke er dann da irgendwelche Hedges eingezogen hat. Grundsätzlich das Thema Hedges und Absicherungen habe ich jetzt auch einen Artikel geschrieben, deswegen passt es eigentlich auch in die heutige Sendung. Der Artikel wird in den nächsten Tagen erscheinen auf unserer Webseite und da geht es um dieses Thema Hedging, denn CFDs kann man ja nicht nur einsetzen, um jetzt auf einen steigenden und fallenden DAX zu setzen, sondern es gibt da viel mehr Möglichkeiten, CFDs zu verwenden. Zum Beispiel für ein ganz normales Alpha-Hedging, heißt also, ich habe zum Beispiel eine Aktie, ein Aktiendepot und möchte diese Aktie nicht verkaufen, sondern möchte, weil ich erwarte, jetzt gibt es möglicherweise eine Korrektur, wir gehen in eine Rezession rein, der Wirtschaftszyklus geht runter und ich möchte jetzt diese Kursgewinne, die aufgelaufen sind, könnte ich mich dazu entscheiden, die absichern zu wollen. Das kann ich durch eine ganz normale Short-Position mit einem DAX-CFD machen, was relativ günstig ist, vor allem wenn man eben Haltekosten vermeidet, indem man die CFDs auf den Germany 30 Forward nimmt. Ja, dann hat man zwar 2 Punkte Spread im Haupthandelszeiten statt 1 Punkt, hat aber dann keine laufenden Haltekosten. Das ist das klassische Alpha-Hedging. Nachteil von dem ist, dass ich mir irgendwann dazu mich entschließen muss, jetzt gehe ich short im DAX, um eben mein Aktiendepot, das stehen bleibt, abzusichern. Also es ist eine Timing-Frage und wer das eine Weile gemacht hat, wird merken, okay, eigentlich ist es ein Short-Trade, der dann meine Long-Aktienposition gegenübersteht und diesen Short-Trade muss ich ja auch richtig timen, ich muss einen richtigen Einstieg finden und so weiter. Das ist schwierig, genauso schwierig wie jeder Trade ist an der Börse. Und muss man selbst wissen, ob man das machen möchte. Das ist das Alpha-Hedging von einem Aktiendepot über eine Short-Position im DAX oder dem S&P. Weitere Möglichkeit ist es, den Volatilitätsindex auf den S&P 500 zu handeln. Volatility-Index, auch VIX genannt. Wenn man bei uns Volatility eingibt, dann bekommt man hier die Forward-CFDs auf den VIX in den USA. Und man sieht dann auch schon, dass man hier doch größere Bewegungen auch erwarten kann. In diesem Volatility-Index, der ist von 14 auf 20 hochgegangen und das ist natürlich, wenn man da mit einem 5er Hebel long drin ist, in solchen Phasen, wo es eben ruppig wird, dann hat man darüber eben auch die Möglichkeit, sich abzusichern. Geht also ziemlich ab, dieses Ding, und kann man eben auch long handeln mit einem CFD auf den Forward, auf den VIX. Jetzt müssen wir hier die Analyse nicht verpassen. 2,25 Schlusskurs runter, setzt ein Signal für abwärts in Richtung 180, 170 im DAX. Also VIX, weitere Möglichkeiten, Absicherung zu machen. Dann kann man auch Währungshedges machen. Wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt eine Netflix kaufe oder eine Nvidia, die gestern gute Quartalszahlen gemeldet haben, oder ich kaufe irgendwelche US-Aktien oder was weiß ich, Aktien in
Japan. Und das heißt ja, ich habe eine Long-Position bei Nvidia zum Beispiel, Long-Position im US-Dollar und habe eine Long-Position in der Aktie. Das heißt, also, wenn der Dollar abwertet und die Aktie aufwertet um gleichen prozentualen Ausmaß, dann ist für mich als Euro-Anleger eine Null da, dann habe ich nichts verdient. Das für kurzfristige Positionen bei CFDs ein großer Vorteil, weil man ja beim CFD nicht voll investiert ist, sondern nur teilinvestiert. Heißt also, ich nur der Kursgewinn oder Kursverlust mit dem CFD unterliegt der Währungsschwankung, nicht das Gesamtinvestment. Ja? Also gibt es, wenn man 100 Euro Gewinn gemacht hat mit dem CFD oder von mir aus 100 Euro Verlust, dann wird am Ende diese 100 Euro nochmal umgerechnet mit dem Währungskurs Euro-Dollar, der dann da ist. Und davor wurde es ja in Dollar umgerechnet mit dem Währungsumrechnungskurs, der bei Trade-Eröffnung da war. Und so unterliegt diese 100 Euro der Währungskorrektur. Also der Euro-Dollar um 1% abgewertet hat, dann hat es die 100 Euro um 1% abgewertet. Wenn ich hingegen die gesamte Aktie kaufe, dann ist der gesamte Wert von der Aktie, das Vollinvestment, unterliegt dann der Währungsschwankung. Insofern also hat man mit dem CFD an sich schon einen Währungshedge, der da drin ist. Ich kann aber auch explizit sagen, ich habe ein Aktiendepot, das ist 30% in US-Dollar. Also bin ich mit 30% von meinem Geld im Aktiendepot Dollar long. Und ich möchte mich aber absichern gegen einen fallenden Dollar. Ja, also baue ich entsprechend eine Short-Position auf im US-Dollar, die dann der Long-Position, die man eben implizit mit Aktien im Dollar hat, um das auszugleichen. Das ist eine weitere Möglichkeit, um sich abzusichern. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte von Türli, der mir gestern geschrieben hat, das ist jemand aus dem Trader-Chat, der gesagt hat, okay, ich mache das auch mit DAX-Long-Position, dass ich die absichere. Und zwar hat der dann bei den, muss ich mal selber gucken, Handelskontoeinstellungen, gibt es die Möglichkeit, die Handelskontoaufrechnung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn sie deaktiviert ist, wenn ich hier also den Haken rausmache, dann wird es eben nicht aufgerechnet und ich kann parallel Long- und Short-Positionen aufmachen. Das kann die Bewandtnis haben, dass ich also zum Beispiel eine Long-Position im DAX habe, die ein Positionstrade ist, eine Dauer von mehreren Wochen hat und will aber trotzdem irgendwie Intraday-Trades machen. Und so macht er mir mit jedem Trade eben nicht eine alte Position durch Gegenrechnung zu, sondern baut immer neue Positionen auf. Und ich glaube, das ist, wenn ich es richtig verstanden, auch das, was hier Türli aus dem Trader-Chat auch gemacht hat, hat nämlich eine Position, die auf der Long-Seite im Gewinn war, durch eine Short-Position auf der anderen Seite abgesichert. Verfahren kann man machen, und das ist ja auch dann Teil von dem Artikel, den ich jetzt geschrieben habe. Da färbe ich mal kurz den Bildschirm weiß, nicht erschrecken. Ist sinnvoll im Rahmen von einem Scale-In und Scale-Out innerhalb von einer Seitwärtsspanne. Ja, also wenn ich gleichzeitig Long und Short gehe, über den gleichen beabsichtigten Trade-Zeitraum, dann kann ich, wenn wir in der Seitwärtsphase sind, sehr wohl damit Geld verdienen, indem ich, wenn wir nach oben gehen, also im Weg nach oben, baue ich Long-Position, die ich hier unten aufgebaut habe, baue ich ab, sukzessive schließe ich diese Long-Position und baue sukzessive Short-Position auf. Weil ich weiß ja auch in der Seitwärtsspanne nicht, dreht er genau exakt an der Linie. Selten ist es so, dass er exakt an der Linie dreht, sondern kann auch hier schon mal drehen, wieder runtergehen. Ja, und kann dann sowas wieder machen, geht also wieder den ganzen Weg hoch, geht dann den ganzen Weg runter. Ja, und wenn ich sowas habe und baue immer an der Unterseite Short-Positionen ab, gehe aber gleichzeitig zu den bestehenden Short-Positionen schon wieder long, habe also ein Scale-In, Scale-Out und habe parallel laufende Long- und Short-Positionen und schließe immer nur die Positionen, die im Gewinn sind, dann kann das innerhalb von so einer Seitwärtsspanne eine sehr, sehr profitable Ansatz sein, wo man sich einfach selbst eingesteht. Ich weiß nicht, wo innerhalb der Handelsspanne der Markt exakt wieder drehen wird.
Ich gehe aber davon aus, dass er die Handelsspanne hält. Und das ist die Krux an der Geschichte. Weil wenn er hier jetzt nach unten rausgeht und es so ein fetter Trend kommt, ja, dann habe ich da Long-Positionen und habe dem gegenüber Short-Positionen stehen. Und die Long-Positionen verlieren mehr als die Short-Positionen. Ja, also, oder es führt zu gar nichts. Ja, je nachdem, wie man das dann handelt. Aber im Trendmarkt gleichzeitig Long und Short zu gehen und da dann immer das zu schließen, was im Gewinn ist, das ist im Trendmarkt ein schlechtes Vorgehen, weil man immer auf einer Seite mehr verlieren wird, als man auf der anderen Seite verdienen kann. Also für Seitwärtsmärkte im Rahmen von der Scale-In-Scale-Out-Strategie ist das Hedging, also Aufmachen von parallel dem gegenüberstehenden Long- und Short-Positionen durchaus sinnvoll, wo man dann immer die im Gewinn liegenden Positionen schließt. Ansonsten hat das für mich noch nicht so richtig erschlossen, warum die Leute das machen. Viele machen das grundsätzlich. Man kann ja, wenn man sagt, okay, ich fange jetzt an zu hedgen, seine Long-Position auch einfach schließen. Ja, hat damit einen weiteren Spread, den man nicht bezahlen muss. Und wenn ich jetzt, kommt noch was weiteres dazu, wenn ich das immer mache und habe 5 Long-CFDs und 5 Short-CFDs, dann muss ich ja auf 10 CFDs Haltekosten zahlen, weil ich habe ja effektiv 10 CFDs, die ich als Position habe. Also auch die Haltekosten sind größer. Insofern ist das meine Antwort und meine Meinung zu der Mail von Thürli. Ich habe mir eine Zeit lang einen Nickel-Produzenten beraten und fand das sehr interessant, dass die im Einkauf das probiert haben mit dem Hedging. Zu sagen, okay, wenn die Preise besonders hoch sind, fangen wir an, uns abzuhedgen. Wenn sie besonders tief sind von unserer Wahrnehmung her, machen wir auch das Hedging. Aber die haben gesagt, die Erfahrung hat gezeigt, dass das ein Nullsummenspiel ist. Mal liegt man richtig, mal nicht und es kommt nichts dabei raus. Also spart man sich diese Hedging-Kosten und auch den Aufwand und nimmt immer den Preis, der da ist. Ist, und das sieht man auch beim Öl, immer ein Thema. Wenn man, das hatten ja einige Ölkonzerne auch gemacht, als der Ölpreis so deutlich gestiegen war, wusste man, die haben alle schon für $50 verkauft. Blöd, der Preis war schon bei 90, also sind die Aktien von diesen Unternehmen einfach auch nicht mehr mitgegangen, weil man wusste, okay, die haben bei 50 schon alles eingetütet und da wird mit der Profitabilität, mit dem steigenden Ölpreis passiert da nichts mehr. Das gleiche, den gleichen Effekt hat man auch bei Gold- oder Silberminen, vor allem wenn sie dann kleiner werden von der Marktkapitalisierung, muss man immer gucken, sind das gehedgte Goldminen oder sind es ungehedgte Goldminen, da gibt es ja ganze Indizes, die dann da unterscheiden. Ich meine, der Amex Gold Bugs sind vor allem gehedgte, oder war, das war mal so, mittlerweile hedgt im Goldmarkt keiner mehr. Aber früher war das mal so, und da hat man unterschieden, okay, das sind die, die schon Vorausverkäufe gemacht haben, bei denen die Profitabilität auf Jahre schon feststeht, größtenteils. Und das sind eben die ungehedgten, ich meine, die waren im Gold Bugs, ich weiß nicht mehr genau. Weil man immer Angst hatte, der Goldpreis könnte einbrechen. Mittlerweile ist diese Angst aus dem Markt raus, glaubt keiner mehr, dass... Also zumindest von der Industrie ist das massive Hedgen von einem Gold ein Thema, das nicht mehr in Mode ist, weil man eben auch weiß, dass netto die Zentralbanken, die damals den Goldmarkt durch Verkäufe von ihren Beständen bedrohten, zu Nettokäufern geworden sind von Gold. Und so kann man eben bei einer Goldmine und auch bei einer Silbermine, die nicht gehedgt ist, muss man immer darauf achten,
gucken, wo sind die Produktionskosten, Grenzkosten der Produktion für das Schürfen von Gold, mit Vermarktungskosten, mit allem drum und dran. Und dann gucken bei einer Gold-Rally oder bei einer Silber-Rally, gucken, wenn der Silberpreis hier ist und ich habe eine Silbermine, die hier oben produziert, also teurer, der Silberpreis ist hier und schießt dann plötzlich über diese Grenzkosten der Produktion von dieser Silbermine drüber, dann habe ich in der Aktie oft eine parabolische Kurssteigerung, weil die plötzlich eben durch den für alle sichtbaren Silberpreisanstieg plötzlich von der Verlustzone, wo sie produzierten, in die Gewinnzone gehüpft sind. Und das ist ja immer so ein magischer Moment, wo eben Aktien dann aufdrehen und viel Nachfrage finden. Also das ist so ein bisschen nochmal eine weitere Möglichkeit, um dieses Hedging von anderen dann konkret in der Strategie oder auszunutzen. So, der S&P auf M5-Basis kann man ja hier auch argumentieren, Impuls, Unvermögen des Marktes, tieferes Tief auszubilden hier oben, aber auch kein Aktivieren von ABC-Tief. Das macht dann M5-Schlusskurs unter dem FIBO. Könnte also hier nochmal tiefer gehen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm nach der starken Rallye, nach dem Ausbruch gestern, dass der DAX nochmal die 12.180 testet. Und da wäre es dann wichtig, dass hier unten irgendwie eine Bodenbildung stattfindet, dass er also nicht wieder nachhaltig unter 12.180 drunter rauscht und da unten dann einen Widerstand plötzlich aus der 1.80 macht, weil dann sind wir wieder in dem Tal da drin, wo wir davor waren, charttechnisch, dass wir also korrektiv unterwegs sind. Alles über 12.180 jetzt übergeordnet. Schön. Vor allem jetzt kriegen wir ja die Wochenschlusskurse und da achte ich auf den Nasdaq zum einen. Wo ist er? Da ist er. Eine Woche Nasdaq. Je nach Schlusskurs kann daraus eine Hammerkerze werden. Definition von einer Hammerkerze ist, dass dieser obere Docht, der darf nicht länger als ein Zehntel der unteren Lunte sein. Könnte also hier eine Reversal-Kerze werden, auch so ein weißer Doji. Ist im Grunde das Eingeständnis, dass das Vorwochentief ja gehalten werden konnte. Dann haben wir einen MSCI Emerging Markets. Da müssen wir gucken, welchen ich da habe. Ist das der? Auf jeden Fall im MSCI Emerging Markets auch eine Hammerkerze. Ich muss nochmal schauen, welchen ich da beobachtet habe. Es war einer bei 4. Ich frage mich nur, warum diese deutlich einbrechen. Hat jemand eine Antwort, warum der MSCI Emerging Markets um 2% einbricht? Eigentlich sollte ich die haben, hab sie aber nicht. Hang Seng minus 1,9%. Nikkei plus 0,9%. Naja, Eugen Schmidt schreibt Handelskrieg, ja, aber wir stellen jetzt die neue Auslegung, dass es nur zulasten der Chinesen geht und nicht der, weil wir bräuchten einen entsprechenden Abschlag dann auch in den US-Futures. Dann
weltweiter Rückgang der Wirtschaft, ja, natürlich, aber das müsste synchron dann eben auch im DAX ablesbar sein. Huawei-Verbot, ja, das ist ein Grund. Das ist ein Grund. Florian Z6 Z06 schreibt im Trader-Chat, Huawei-Verbot. Könnte gut sein. Ja, der arme Werner. So. Ein M5 Schlusskurs wäre jetzt wichtig. Über 2870,6. Damit an der Stelle ein herzliches Willkommen an alle, die neu einschalten. Wir sind jetzt bei 272 die Zuschauern. Insofern hier nochmal an euch alle das Angebot. Ihr könnt mir eure Trades zuschicken. Ihr müsst es ja nicht im Klarnamen tun, sondern mit einem Nickname an academy@7cmarkets.de. academy@7cmarkets.de oder über unsere Facebook-Seite. Die kann ich hier auswerten, was ich gerne tue. Das, was ich über das Hedging gerade erzählt habe, die Hedging-Möglichkeiten mit CFDs, war auch quasi der Auslöser dafür, eine Mail von Türli. Ich hoffe, ich habe die Fragen, die hier aufgetaucht sind, auch beantwortet. Die Sendung hier gibt es jeden Tag zwischen 9 und 10. Und ich werte quasi den S&P 500 aus und den DAX, den S&P 500 deswegen, für die das neu ist, S&P 500 deswegen, weil der quasi der Gorilla im Markt ist, der die meiste Liquidität hat, auch jetzt, wo wir 9.29 Uhr hier in Deutschland haben und es mitten in der Nacht in den USA ist, auch jetzt wird ein Vielfaches, ich habe mal geguckt, ein Zehnfache des Volumens dessen gehandelt, was im DAX in der Haupthandelszeit gehandelt wird. Also der DAX ist so klein, der S&P so riesig, deswegen müssen wir drauf gucken, was der S&P macht und auf eine gegenseitige Bestätigung achten, sollte man achten. Ansonsten sind Signale, wo der DAX in Eigenregie irgendwelche Pläne macht, irgendwelche Signale setzt, immer als heikle Signale zu verstehen, die oft eben dann auch eine Falle darstellen. Da ist man also zumindest in Richtung mehr Sicherheit. Sicherheit ist vielleicht ein schlechtes Wort an der Börse, aber mehr Wahrscheinlichkeit, dass dieses Signal zieht, wenn man den S&P und den DAX sich gegenseitig bestätigen lässt. Guido schreibt, Jochen, der MSCI hat doch seinen Anlageschwerpunkt in den USA.
Ja, der MSCI Emerging Markets allerdings nicht. Es gibt ja verschiedene MSCI-Indizes und darauf gibt es verschiedene ETFs. Und man kann bei CMC Markets CFDs auf ETFs handeln. Das, was ich gerade angeschaut habe, war der MSCI Emerging Markets. Also ein ETF auf einen Index, der Emerging Markets umfasst. Da ist natürlich Schwerpunkt nicht die USA. Was heißt es mit der gegenseitigen Bestätigung für den aktuellen Verlauf? Nun, der S&P müsste über 2,870 drüber, um quasi hier Potenzial nach oben zu schaffen. Der DAX hat jetzt eben gerade versucht, den ABC zu aktivieren, aber Aktion in Eigenregie ist nicht gekommen, damit eben auch kein Signal, das irgendwie jetzt auf eine Stabilisierung hier hindeutet im DAX. Ja, also weiterhin eine Seitwärtsbewegung. Und die Frage ist, geht der S&P unter 2,864,87, macht damit ein neues Bewegungstief, von dem aus wir dann wieder gucken könnten, okay, kriegen wir hier ein ABC-Tief, oder geht der S&P hier über die 2,870, dann hätten wir quasi ein ABC-Tief mit der Möglichkeit für eine Stabilisierung in den Kursen. Holger K. schreibt, ich trade nur Festgelder, kann wenig passieren, ja. Ja, passiert auch wenig. Außer man nimmt das Wort Inflation mit rein in die Berechnung der eigenen Rendite. Weil 0 auf dem Festgeld minus Inflation ist halt doch, da passiert dann schon einiges, gerade wenn man das mehrere Jahre mitmacht. Wir sehen oft, dass wenn wir, das sieht man jetzt auch im Trader-Chat, Markus Dufner sagt, erste Stunde abwarten. Das ist ein bisschen so die Beobachtung, wenn der DAX vorbörslich so größere Sprünge macht, hatte ja dieses Mal gemacht, diese lange Kerze wurde ausgelöst durch die chinesische Notenbank, die sagte, wir werden den Yuan nicht über 7 Dollar abwerten lassen. Erstmal eine positive Reaktion, dann sind wir eben in dem Bereich, wo wir eben diesen Spike, das Tief von dem Spike unterschritten haben.
und warten jetzt quasi auf die Reaktion von dem S&P 500. Wie gesagt, asiatische Börsen, der Hang Seng deutlich im Minus. Deutschland hat seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöht. Das war ja eine Forderung von Donald Trump, dass hier Deutschland ausreichend auch der NATO monetär beipflichtet sozusagen. Und jetzt ist allerdings die Frage, ob das dann hilft, die Autozölle zu vermeiden. Die Entscheidung ist ja erst in 6 Monaten dann fällig. Und man sieht eben bei der Verschiebung um 6 Monate, wir haben ja jetzt Mai, und dann ist also die Deadline, wird dann wahrscheinlich Mitte November sein. Und da haben wir ja Wahlkampf in den USA, so ist es anzunehmen. Also will Trump schon auch die Autozölle gegen die EU möglicherweise zum Wahlkampfthema machen. Batu Han schreibt, was ist Ihre Einschätzung? DAX ist zögerlich. Ich hätte gedacht, dass er heute nach unten rauschen würde. Ich glaube, das habe ich damit beantwortet gerade. Der S&P ist halt jetzt durch diesen Spike, den es heute gegeben hat, genau wie der DAX halt, wir sind jetzt, ist quasi alles Inside Bars. Wir sind alles innerhalb dieser von diesem Spike, und man muss jetzt abwarten und beobachten und mal gucken, dass der entweder nach oben rausläuft, der S&P über die 70, oder nach unten die 64 bricht. Alles dazwischen erst einmal Zeit zum Kaffee trinken.
Roman Mandola schreibt zum Pfund US-Dollar 1,2766. Also quasi diese horizontale Unterstützung. Ja, schwierig. Wir haben halt hier übergeordneten Seitwärtsmarkt. Ich habe jetzt gerade versucht, hier oben irgendwie ein ABC, funktioniert nicht so wirklich richtig gut. Ja, also begeistert bin ich nicht. Das ist charttechnisch schwierig zu greifen, aber sicherlich das Tief der Woche vom 9. Februar bei 1,2773. Und die beiden Aktienindizes hier nach wie vor nicht mit einer Entscheidung. Batuhan schreibt, können Sie ein bisschen was über Faktorzertifikate erzählen? Nein, wir sind ein Kanal von CMC Markets und wir bieten CFDs an, Hebelprodukte, wo man also gehebelt Long und Short geht. Bedeutet, wenn ich den DAX handle, kann ich sagen, ich nehme einen DAX, Betrag dafür sind die Kosten, den zu kaufen, wären 12.244 Euro. Ich muss allerdings nur die Margin von 612 Euro hinterlegen. Das heißt, wenn der DAX um 1 Euro oder einen Punkt steigt, habe ich, wenn ich einen ganzen CFD kaufe, 1 Euro Gewinn. Wenn aber ein Punkt fällt und ich bin long, dann habe ich 1 Euro Verlust. Was dann gerechnet auf die 611 Euro, die vom Konto geblockt werden, im CFD quasi einem Hebel entspricht. Das ist eine Hebelwirkung. Und diese Hebelwirkung, die findet man hier in der Produktübersicht, ist ein Hebel von 20, weil diese 611 Euro sind 5% vom Kaufpreis. Diese 611 Euro muss ich hinterlegen, um den ganzen DAX zu kaufen. Anders gesagt, ich kann also mit 611 Euro 12.235 Euro bewegen. Also das 20-fache. Insofern wirkt sich eben eine Kursreaktion im DAX auf meine geblockte Margin von 611 Euro mit einem Hebel von 20 aus.
Holger K. fragt, wie siehst du den möglichen Einfluss des Verfalls auf den DAX? Also wenn es einen Einfluss gibt, der sichtbar ist, dann ist es sowas, was wir heute haben. Also wenn man merkt, da kommt kein Leben rein, dann kann das der Verfall sein. Viel mehr an Regelmäßigkeit kann ich diesen Verfallsterminen nicht abbringen. Also von Optionen darauf zu schließen, wo der DAX verfallen wird, halte ich für schwierig. Davon abzuleiten, eine Handelsstrategie, halte ich für sehr, sehr schwierig. Ist mir zumindest nicht gelungen. Was die Haltezeiten von Aktien angeht, man kann mit Aktien auch wunderbar ein Intraday-Trading machen. Wir bieten ja CFDs auf mehrere Aktien, auf viele Aktien an, in der Produktliste hier. Wenn wir da Unternehmen sind, also 9.265 CFDs auf Aktien, das muss nicht, was Tom Mund nämlich gefragt hat. Wenn man Aktien handelt, sind ja die Zeiträume für Long- und Short-Aktionen längerfristig als bei Indizes. Ich habe noch nie Aktien gehandelt, kommt im Vergleich zum DAX und Co. sehr träge vor. Also wenn ich jetzt eine Aktienpreisveränderung habe von, gut, bei ThyssenKrupp war es natürlich jetzt 30%, aber 2, 3, 4, 5, 6, 7% und habe darauf, wie beim CFD auf Aktien, bei CMC Markets noch einen Hebel von 5, dann ist es schon mehr Bewegung, als der Index macht oder ein Index machen kann. Insofern kann ich sehr wohl auch ein Intraday-Trading machen mit CFDs auf Aktien. Wenn ich Momentum-Trader bin, der Trends sucht und Trends handelt, dann bin ich im DAX so einen Tag wie heute eben ziemlich aufgeschmissen. Auf der anderen Seite, bei Aktien kann ich mir einen Trend suchen. Ja, ich habe eine viel größere Auswahl und wenn ich dann noch Aktien nehme, die irgendeine Art von News haben, sowas wie eben ThyssenKrupp, dann ist da Bewegung drin, da ist das Trendverhalten schön und dann kann ich da eben auch ein Intraday-Trading betreiben. Also muss es gar nicht, muss es nicht längerfristig sein. Natürlich kann ich auch ein Aktiensparen machen, wenn ich eine BASF aktuell, als ein Beispiel, da habe ich jetzt eine Dividendenrendite von 5%. Und da kommen also so langfristige Erwägungen, was, wenn ich die halte, um 10 Jahre, 20 Jahre, da ist die Fristigkeit eine andere. Aber ich würde es nicht sagen, dass ein, oder grundsätzlich würde ich mal sagen, ein Index-Trading ist eher ein kurzfristigeres Trading, wird als solches eher betrieben. Aber ich kann auch langfristig mit dem ETF in den Index investieren. Also ich würde da diese Abgrenzung gar nicht machen. So sagst, Index ist immer kurzfristig, Aktie immer langfristig, muss überhaupt gar nicht sein. Und sonst baue ich natürlich auch ein gewisses, gerade bei deutschen Aktien, kommt immer auf den Online-Broker dann oder bei dem Broker, wo ich bin, an, wenn ich wirklich voll investiert bin und nicht die CFDs mit Hebel handle, wenn ich ohne Hebel Aktien handle, und voll investiere, brauche ich natürlich das notwendige Kapital, um irgendwo sinnvoll investieren zu können. Bei Aktien-CFDs gibt es auch Dividende. Peter fragt das, da gibt es also genau die gleiche, ein Abschlag, eine Dividendengutschrift, auf der anderen Seite eben sowas wie bei BMW heute den entsprechenden Preisabschlag um die Dividende bereinigt. Klar, das müssen wir genauso machen beim CFD. Ein
Bar2Han, um CMC-CFDs zu kaufen, da braucht man ein eigenes Konto. Genau, also gegenüber den Faktorzertifikaten. Ich duze dich jetzt einfach mal, hoffe, das ist in Ordnung, weil du gefragt hast nach Faktorzertifikaten, die sind ja börsennotiert, also Börse Stuttgart, was weiß ich, direkter Emittentenhandel und so weiter. Das, was CMC Markets anbietet, ist eine eigene Handelsplattform. Das ist genau das, was ihr die ganze Zeit hier hinter mir seht. Also ich habe transparente Charts für alle Märkte. Also ich muss, wenn ich ein Faktorzertifikat auf Öl handle, dann ist die Frage, welchen Ölchart nehme ich. Ja, das ist alles nicht so einfach. Wo kriege ich Echtzeitkurse für einen Ölchart her? Oder kriege ich Echtzeitkurse für einen DAX her? Und das klärt sich hier alles. Bei CMC Markets hat man alles aus einer Hand. Und das, was man also sieht, ist auch das, was man handelt. Man hat also eine eigene Handelsplattform. Kann das auch testen auf CMC Markets kommen. Hier auf die Webseite geht, kann man auf der rechten Seite Konto eröffnen und kann hier eben auch ein Demokonto eröffnen und unverbindlich quasi, also hier mit dem Button, normalerweise müsste es hier ausklappen, tut es gerade nicht, aber ein Demokonto eröffnen und hat dann eben auch Live-Kurse und kann mit virtuellem Kapital von 10.000 Euro das alles testen, wie sich das so verhält. Japan wird in der nächsten Runde der Handelsgespräche in Washington am 21. Mai halten. So, jetzt halt die Frage, kriegen wir hier eine Entscheidung oder nicht? Michael J. schreibt im Chat, der Dividendenabschlag bei Aktien-CFDs ist immer heftig, daher für mich keine Alternative. Das wird ja wahrscheinlich genauso sein, nicht nur wahrscheinlich, sondern genauso sein wie bei der Aktie auch. Hielte man also 1.000 Aktien, wäre der Dividendenabschlag der gleiche. Und man erhält ja für die Dividende ja eine Gutschrift, eine Dividendengutschrift. Und naja. Alex Meissner schreibt, ein Aktien-CFD nach Dividendenabschlag kaufen ist sportlich. Warum sportlich?
Alex Meister schreibt, blöd formuliert, macht Spaß, dass sich schnell erholt meistens. Guido Kreimer, schon krass, wenn der Dividendenabschlag nicht vergütet wird. Er wird vergütet. Warum denkt ihr jetzt, dass der nicht vergütet wird? Ich habe es ja überhaupt nicht einmal gesagt. Könnt ihr auch machen über ein Demokonto. Wann ist der nächste Dividendenabschlag? Schaut euch das an. Geht im Demokonto einfach in der Aktie Long und dann seht ihr am nächsten Tag in der Kontoaufstellung, dass es, wie sich das verhält. Würde ich jedem empfehlen, der eben neue Märkte als CFDs handelt, das erstmal im Demokonto auszuprobieren, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das funktioniert. Also, wir brauchen nach wie vor einen M5 Schlusskurs, 5 Minuten Schlusskurs unten rechts über der 2870,6, um uns ein Potenzial zu schaffen in Richtung 2874. Also Quellensteuer ist ein Thema, wenn man ein, kommt auf das Land natürlich drauf an. Es gibt das Formular, also für US-Aktien gibt es eine Quellensteuer, wenn man das Formular W8BEN ausfüllt, kann man diese Quellensteuer umgehen. Aber das ist natürlich bei Dividenden grundsätzlich ein Thema. Ja. Kriege ich die erhobene Quellensteuer wieder zurück oder nicht? Das kennt jeder, der Aktiensparen betreibt. Also informiert euch da auf cmcmarkets.com im Support-Chat oder telefonisch in Frankfurt oder Wien bei den Kollegen. Die können euch das exakt für den CFD, für den Aktien-CFD sagen, wie sich das mit der Quellensteuer verhält. Wie gesagt, die Quellensteuer wird von den Ländern, dessen Domizil die Aktiengesellschaft ist, erhoben. Hat nichts mit CFDs zu tun, sondern es ist eine Quellensteuer, die von dem Land erhoben wird. Deswegen bitte, wenn das ein Thema ist, ruft bei uns an oder nutzt den Support-Chat. Da kann man das für den CFD, für das Aktien-CFD, das ihr haltet, genau, können wir das euch genau sagen, wie sich das verhält. Pauschal zu sagen, Quellensteuer ist immer so, geht nicht, weil jedes Land es anders macht. Gut. Damit bin ich auch schon im Ende dieser Sendung angekommen. Holger K. schreibt schon gehen. Ja, ist nicht viel passiert heute, bis auf den Kurssprung. Vielleicht muss das verdaut werden und dann kommt die Bewegung jetzt noch im Verlauf des Vormittags. Also bitte mal darauf achten, auf die 2870 im S&P 500.
Ansonsten, mal schauen, was der Tag heute noch so bringen wird. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, am Montag wieder um 9 Uhr bis 10 Uhr an dieser Stelle. Macht es gut. Servus. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.